Wann kommt Habibi 2? Ja. Ich glaube, es wird Zeit, wann Habibi 2 kommt. Weiß ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall in meiner Agenda. Und es wird auf jeden Fall passieren. So. Oh mein Gott, es geht viel zu schnell. Wie kann ich es anhalten? Warte mal. Okay. Wann kommt neue Box? Leute, sobald das Album kommt, werde ich es euch sagen. Und es wird auch natürlich eine Box geben. Aber es gibt noch kein Datum, deswegen kann ich euch noch nicht sagen dazu. Nemo, kommen Lieder raus, wie zum Beispiel nur eine Frau da draußen, mit der ich reden kann. Leute, ich habe sehr, sehr viele Songs aufgenommen. Wir haben sehr, sehr viele Sessions gehabt, gemeinsam mit Psy. Und unser Magazin ist auf jeden Fall voll. Es gibt viele Songs, die ihr kennt, von Hörproben, von Livestreams, von Psy seinem Twitch-Livestream. Und die ganzen Songs sind da. Und die werden auch alle mit der Zeit rauskommen. Deswegen macht euch keine Sorgen. Es wird neue Musik kommen. Wir haben sehr, sehr krasse Sachen gemacht. Wir haben uns wirklich versucht, auf etwas Neues zu konzentrieren und auf was Neues zu fokussieren und etwas Neues auszuprobieren. Ich meine, die wahren Nemo-Fans, meine wahren Fans wissen ganz genau, dass ich von Album zu Album immer einen neuen Sound für mich selber finde und den auch dann durchziehe. Und ja, Mann. Wann kommt I Miss You? Leute, wenn ich wirklich sehe, dass ihr Bock auf den Song habt, dann kommt der Song auch. Lasst mich wissen. Bist du in Frankfurt? Ja, ich bin in Frankfurt. Habe dauerhaft auf dein Release gewartet und das genau an meinem Geburtstag. Domsus, alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Pass auf dich auf, bleib gesund, ernähr dich gesund und achte auf deinen Freundeskreis. So viele Fragen, Wallah, Mashallah. Wie viele Leute schauen hier zu? Wo kann ich sie sehen? Jetzt gerade sind es 754. Okay, Baba. Baba, ich hoffe, auch alle haben den Kanal abonniert. Wann kommen persische Songs? Ja. Ich hab ein, zwei, drei Songs gemacht, die auch mit persischem Einfluss sind, mit iranischem Einfluss sind. Aber ja. Kommt auf jeden Fall. Warum hast du letztens eine albanische Story gemacht? Warum? Weil meine Frau ist albanisch und ich bin oft im Kosovo. Ich liebe Kosovo und ich freue mich für die Leute dort. Deswegen habe ich für die Leute, da habe ich den Leuten zum Unabhängigkeitstag gratuliert. Wieso graue Haare im Video? Ehrlich, der Song, der heute rauskommt, ist was Besonderes für mich, weil ihr kennt den Part mit Rollem G Waggon, meine Straße bitte. Aber das ist der dritte Part. Und der erste Part, so wie der Song angefangen hat, das werdet ihr später selber hören, ich will gar nicht so viel spoilern, ist eine neue Richtung gewesen. Und ich dachte mir, ey, wenn wir diese neue Richtung machen, dann lass in dem Video auch optisch etwas Neues machen. Und da ist mir in den Sinn gekommen, mir graue Haare zu färben. Ja, Mann. Und wenn ihr sehen wollt, wie das alles war, dann seid gespannt, weil wir haben das alles aufgenommen. Wir wurden mit der Kamera begleitet in unserem Dubai-Trip. Und ja, Mann, da kommt auf jeden Fall noch eine kleine Doku auf euch zu, wo ihr auch seht, wie euer Bruder die Haare gefärbt bekommt. Hast du Beef mit Sufjan, Bruder? Nein, ich habe keinen Beef mit Sufjan. Sufjan und ich haben keinen Beef. Wir haben einfach nur keinen Kontakt und das ist alles. Aber zwischen uns ist alles gut. Alles, alles gut an Sufjan, an die Aslaks, an das Team. Nemo can't wait to hear new songs. I want to ask you about Capimo 2.
Is it still possible because I hear the dreams comes true? Greetings from London. Hey, hi from me to you, my friend. It can be, it's possible, why not? Capu is my friend. We did a nice album, Capimo was a nice album, and it can be that we do Capimo too, but nothing is planned. We will see, my friend. Thank you so much. Ewa. Wann kommt Habibi 2? Was war mit dem Bullen am Flughafen? Ach, nichts Besonderes, nicht der Rede wert. Der hat auf jeden Fall seine Ansage von seinem Chef bekommen. Die Gerechtigkeit siegt, meine Freunde. Die Gerechtigkeit siegt. Ewa! Okay. Kommt LFR 2. Ich bin allgemein kein Fan von zweiten Teil von Songs. Also zum Beispiel jetzt LFR 2 oder Nie wieder 2 oder Bitter 2. Ich mag sowas nicht. Also wenn etwas in demselben Stil ist, dann benutzt man ungefähr denselben Vibe. Man benutzt vielleicht dasselbe Sample und baut den Beat auf Neuzeit um. Aber ein zweiter Teil von einem Song, da muss ich euch leider enttäuschen. Da muss ich dich leider enttäuschen. Das wird nicht kommen. Aber sowas in die Richtung, sowas mit dem Vibe, mit demselben Sample, mit dem Rap-Stil, das wird auf jeden Fall kommen. Imo, kannst du ein Feature mit Rizzy, Luciano und Kali machen, bitte? Warum nicht? Sehr gerne. Ich feiere die Jungs. Die Jungs sind sehr, sehr stark. Luciano ist sehr, sehr stark. Hat auch einen sehr, 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 sehr kranken Part abgeliefert bei Bad Eyes. Das werdet ihr jetzt gleich hören. Und Kalim und Rizzy sind auch Bros. Dicke, dicke Grüße an die Jungs. Warum nicht? Kann auf jeden Fall passieren. It's possible. Ja, so viele Fragen. Ich schwör's euch, ihr seid die krassesten. Okay. Wann kommt Komm mit? Sei gespannt. Krasser Song. Wird auf jeden Fall rauskommen. Gab es eine bestimmte Person, der dich auf das Rappen inspiriert hat? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, von den amerikanischen Künstlern waren es auf jeden Fall Tupac und Biggie, hundertprozentig. Aber so in Deutschrap, so mein Idol, derjenige, der mich inspiriert hat, war mit unter anderem auf jeden Fall Haftbefehl. Ich habe Haftbefehl so krass gehört, gefeiert. Und seien wir mal ehrlich, Haftbefehl ist einer der krassesten Rapper in Deutschland. Und er hat auf jeden Fall, also Leute, ihr müsst euch so vorstellen, in der Zeit, als ich jung war, hat Haftbefehl einfach komplett Deutschland verändert. Und jeder hat auf einmal Haftbefehl gefeiert. Sogar die Leute, die ihn beneidet haben und gehatet haben, die haben auch Haftbefehl gefeiert. Ja, Mann, Haftbefehl hat mich auf jeden Fall sehr, sehr hart zum Rappen inspiriert, in Deutschrap. Ich lese sehr viele Fragen, wann kommt der Song, wann kommt der Song, wann kommt der Song, wann kommt der Song, kommt was mit dem, kommt was mit dem. Leute, seid einfach gespannt, ich schwör's euch. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Songs gemacht und die Songs, die ihr kennt, wie zum Beispiel jetzt Miss You oder Komm mit oder dies oder das, die Songs werden auf jeden Fall alle kommen. Keine Sorge. Würdest du sagen, dass Bad Eyes der zweite Teil von Hol mir deinen Cousin ist? Nein, das würde ich nicht behaupten. Ich würde behaupten, dass man vielleicht einen gewissen Zusammenhang findet zwischen Hol mir deinen Cousin und Bad Eyes, aber das ist eher vom dritten Part von dem, was ich rappe und wie ich es rappe. Man verbindet es einfach dann direkt wieder mit der Anfangszeit, mit der Habibi-Zeit. Versteht ihr? Und das war auch das, was ich vorhatte mit dem Song. Dass ich das Neue mit dem Alten vermische. Und das ist meiner Meinung nach uns sehr, sehr gut gelungen. Mir sehr, sehr gut gelungen. Seid einfach gespannt, wie viel haben wir jetzt? In 10 Minuten könnt ihr den Song selber hören und es selber beurteilen. Aber ich würde nicht sagen, dass es Hol mir deinen Cousin 2 ist, nein. Kommt wieder was mit UFO. UFO, mein Bruder.
Nimo, Bruder, kannst du Max Friedrich grüßen? Max Friedrich! Ey, Wahhabibi! Ich küsse dein Herz, Max. Hast du deine Haare wirklich für Bad Eyes gefärbt? Ja. Ich habe sie nicht nur gefärbt, ich habe erst meine Haare bleichen lassen. Dann war meine Haare einfach weiß, so weiß-blond. Dann habe ich meine Haare gefärbt auf grau. Und ich habe es dann fürs Videodreh gehabt, aber man, jeden Morgen, wenn ich ins Spiegel geguckt habe, habe ich mich einfach erschreckt und ich dachte mir, nein, nein, ich muss es jetzt färben. Ich gehe dorthin und sage ihm, ey, mach meine Haare wieder vor. Er färbt meine Haare, ich wasche das so ab, ich sehe, meine Haare sind komplett schwarz und ihr wisst, meine originale Haarfarbe ist nicht schwarz. Und ich sah original aus wie Harald Glöckler. Original, ich sah aus wie Harald Glöckler. Schwarzer Bart, graue Haare. Ich färbe wieder meinen Bart, ich färbe wieder meine Haare, auf einmal ist alles orange. Ich habe, bis es wieder normal war, habe ich das 3-4 Mal gefärbt auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall meine Haare sehr, sehr hart gefickt. Deswegen, Haare färben kann ich eigentlich nur abraten. Meine Erfahrung war nicht so schön damit. Es geht bei dir und Omar, machst du noch einen Song mit ihm? Omar und ich haben einen Baba-Baba-Song gemacht. Für sein nächstes Album. Und ich sag euch, der Song ist einfach geisteskrank. Liebe, liebe Grüße an Omar, an Leo. Leo hat übrigens vor 2 Wochen released. Checkt es auf jeden Fall ab. Checkt den Song ab von Leo. Liebe Grüße an die Jungs von LL. Nimo, kannst du den grüßen? Nimo, kannst du den grüßen? Leute, ich grüße euch alle, ich schwöre. Ich grüße euch alle. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, ihr seid alle glücklich. Und ich hoffe, ihr werdet alle gleich in 8 Minuten einen Baba-Song hören und glücklich sein. Und Spaß haben. Nimo, danke, dass du mich jeden Tag motivierst. Habibi, ich küsse dein Herz. Vielen lieben Dank. Freut mich, dass ich dich motivieren kann. Erzähl uns was über deine Frau, von deiner Frau. Was soll ich euch von meiner Frau erzählen? Meine Frau ist die Beste. Ich liebe meine Frau. Und ich glaube, sie schaut auch gerade zu. Babe, I love you so much. You are the best. Die Taungsha Zamran. Tikuna Guz. Ja! Ja, Mann. Was die Leute gar nicht wissen ist, eigentlich haben wir das Video mit Wodu mit meiner Frau gedreht. Ihr habt Wodu mit der Version bekommen, wo ein Model drin ist. Aber da gibt es noch eine Szene, wo ich eigentlich mit meiner Frau bin. Man sieht aber ihr Gesicht nicht. Das ist, wo ich im Aquarium drin, im Aquarium mit ihr. Und so auf diesen Fisch zeige, da bin ich mit meiner Frau. Ja, Mann. Bruder, ich pumpe dich seit Jahren, alle Alben, die es in der limitierten Deluxe Edition gab, gekauft. Weiter so, Brudi. Habibi, ich danke dir vielmals für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Ich weiß zu schätzen. Dein Bruder wird dich nicht enttäuschen. Bist du bei LL oder jetzt bei Moonboys oder noch bei 385i? LL ist kein Label. LL ist kein Label. LL ist einfach nur unsere Gruppe. Wir sind Freunde und LL ist eine Bekleidungsmarke. Okay? LL ist eine Bekleidungsmarke. Ich bin nicht mehr bei 385 Ideal, aber wir sind trotzdem eins, wir sind eine Familie. Und mein Label, wo ich selber gesigned bin, ist Moonboys. Und das Label, in dem ich in Zukunft Künstler sein werde, ist Moonboys. Damit wir das auch mal erklärt haben. Ja. Ey, wow. Ich freue mich auf Habibi 2. Willst du deine Frau irgendwann zeigen? Auf jeden Fall. Aber bis dahin genießen wir noch das Leben mit der Privatsphäre. Weil ich glaube, als Person des öffentlichen Lebens mit seiner Frau in die Öffentlichkeit zu gehen oder mit seinem Partner, seiner Partnerin, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Schritt und danach gibt es auch kein Zurück mehr.
Deswegen, das muss man sich alles sehr, sehr gut überlegen. Und ich meine, ich stehe zu meiner Frau. Das sollte eigentlich jeder schon mittlerweile mitbekommen haben. Ich stehe zu meiner Frau, ich stehe zu meiner Liebe. Aber trotzdem genießen wir noch ein bisschen unsere Privatsphäre. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Kommt was mit Dardan? Kann sein, warum nicht? Hau einen ähnlichen Song wie J-Lo raus. Ey, wow. Ich habe einen Part geschrieben. Ich glaube, ich zeige euch den einfach jetzt mal. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen Entertainment. Den ersten Part kennt ihr schon. Den zweiten Part gibt's a cappella. Nach einem Frontkick bist du bis der Kampf unfähig. Pussy, gib mir aus dem Weg, sonst verliere ich Kontrolle und du ein paar Zähne. Guck, den Konflikt löse ich im Hand umdrehen. Ohne die Hand zu geben, erzähl mir nicht, du bist verwandt mit dem. Ey, deine Bitch steht auf Gastesleiter. Heute kommt sie nicht rein. Panna bringt sie in Backstage rein. Ja, bei dir schläft sie nur ein. Komm, ich erzähl dir dreckige Details. Sie will gefickt werden, ja, sie will schreien. Sie will nur einen Dick, sie bekommt 5. Wenn ich komm, ach oh ja, dann ist Prime Time. Baby! Das wird wild, Digga. Was sagt ihr uns? Kauft ihr mein Album? Ja? Ja? Kauft ihr mein Album? Kauft ihr auch die Box? 100 Pro kommt die Box. Ja? Voila. Okay. Ich schenke sie euch. Aber überweist mir trotzdem Geld. Ey, wow. Warum Moonboys und nicht anders? Warum Moonboys und nicht anders? Wie ich schon gesagt habe, Leute, in Kürze wird auf jeden Fall eine kleine Doku kommen über unseren Dubai-Trip, über das, was wir in Dubai gemacht haben. Und da werde ich auch auf jeden Fall ein bisschen nochmal ausführlicher erklären, warum Moonboys, warum der Name Moonboys und warum der Mond. Deswegen seid einfach gespannt, da wird eine Doku kommen. Okay. Ich küsse dein Netz, du bist ein Ehrenmann. Habibi. Kommt wieder was raus, sehr bald. Okay. Meine zu Raf. Raf ist Legende, Mann. Raf hat Legendenstatus. Raf hat auf jeden Fall in den letzten Jahren sich einen harten Platz erarbeitet. Ist vorbei? Nein, 2 Minuten werden die weitergeleitet. Okay, also in 2 Minuten geht es weiter zur Premiere, da wird es weitergeleitet, also in 2 Minuten ist der Schluss. Automatisch. Also könnt ihr auf diesem Video draufbleiben und dann... Bleiben hier drauf und werden weitergeleitet. Okay, also in 2 Minuten fängt dann einfach, in einer Minute fängt die Premiere einfach an. Endlich, ich kann es kaum abwarten. Bleibst noch in den Chats. Können wir das von hier dann sehen noch? Ja, ja, danach bleibst du noch in den Chats. Okay. Bra, ist das deine Wohnung? Nein, das ist nicht meine Wohnung, das ist das Idealstudio. 385 Idealstudio, wir sind hier. 30 Sekunden. 30 Sekunden? Yes. Ey, wow. Ey, wow. Killer. Ey, Leute, ihr habt uns bombardiert mit Fragen, ich schwöre auf meine Mutter, brutal. Ich freue mich so sehr. Sehe ich das Video jetzt hier? Hä? Sehe ich das Video jetzt hier? Wir sehen das Video jetzt hier. Ja? Aber danach sind wir raus, direkt nur so. Leute, ich will mich an dieser Stelle bedanken für jeden einzelnen Supporter. Okay? 5. Für jeden einzelnen Support. 4. Ich danke euch vielmals. Genießt den Song, genießt das Video. Das war's von mir, Nemo. Ich liebe euch. Ewa! Kiki.